Am 13. Oktober diesen Jahres erscheint mit Lords of the Fallen der geistige Nachfolger zum 2014 erschienenen Lords of the Fallen. Wir haben es hier natürlich mal wieder mit einem Souls-like zu tun, das aber bisher tatsächlich einen sehr stabilen Eindruck macht. Allein vom Design her erinnert das Ganze arg an die Titel von From Software und das lässt den meisten Souls-like-Fans das Herz schon höher schlagen. Da der Release nun nicht mehr in allzu weiter Ferne ist, schauen wir uns heute einmal an, welche Edition ihr zu Lords of the Fallen erwerben könnt und welche Inhalte sie euch bieten. Eine allzu große Fülle an Editionen gibt es bei Lords of the Fallen zum Glück nicht. Wir haben es hier eher mit dem gewohnten Portfolio an Editionen zu tun, die man standardmäßig auch von anderen Spielen kennt. Zuallererst gibt es natürlich mal wieder ein paar Vorbestellungsboni, die jeder bekommt, der das Spiel vorbestellt. Hier haben wir einmal drei verschiedene Tinkturen für eure Rüstung, und zwar einmal Bronze, Silber und Gold. Damit könnt ihr eure Rüstung einfärben, viel mehr als den optischen Effekt bringt das Ganze nicht. Zusätzlich zu den Tinkturen erhaltet ihr noch ein paar Gegenstände, die zum Teil sogar ganz interessant sind. Und zwar erhaltet ihr 5 MP-Gegenstände, also Gegenstände, die euer Mana auffrischen, 5 HP-Gegenstände, diese frischen eure Gesundheit auf, und wesentlich interessanter meiner Meinung nach klingen da schon die 3 XP-Gegenstände, die eure Erfahrungspunkte auffüllen. Das Ganze wird wahrscheinlich nicht allzu großen Einfluss auf euer Spiel haben, aber einen kleinen Erfahrungspunkte-Boost nimmt man natürlich gerne mit. Editionstechnisch ist dann, wie eingangs bereits gesagt, alles irgendwie recht routiniert. Es gibt natürlich zum einen die Standard-Edition. Diese beinhaltet das Spiel und sonst nichts. Diese Edition bekommt ihr zum einen natürlich digital, aber auch als physische Edition in einer schönen Packung. Für viele interessanter eventuell ist dann schon die Lords of the Fallen Deluxe Edition. Auch hier gibt es wieder eine digitale Variante und eine, die ihr euch ins Regal stellen könnt. Mit der Deluxe Edition erhaltet ihr natürlich das Spiel Lords of the Fallen, dann bekommt ihr noch die Startklasse Dunkler Kreuzfahrer hinzu, der mit einem exklusiven Armor Set daherkommt, dann hat er noch Holy Light Explosives dabei, Isaac's Longsword, also ein Langschwert, und einen Paladin Anhänger hat er noch dabei. Außerdem bekommt ihr mit der Deluxe Edition noch Zugriff auf das digitale Artbook von Lords of the Fallen und den digitalen Soundtrack. Und zu guter Letzt gibt es noch einen 3D Model Viewer. In dem könnt ihr euch dann alle Charaktere und Gegner im Detail in 3D anschauen. Hinzu kommt noch zumindest bei der physischen Version ein schickes exklusives Steelbook. Die Vorbestellerboni sind auch noch dabei und runden das Ganze ab. Das einzig wirklich Interessante an dieser Deluxe Edition ist natürlich die Starterklasse, der Dark Crusader. Die gute Nachricht ist, dass die Deluxe Edition gar keinen allzu hohen Aufpreis hat. Sie kostet 10 Euro mehr als die normale Edition und zurzeit kann man absurderweise die Deluxe Edition zumindest für die PlayStation 5 sogar 14% günstiger bekommen und damit kostet sie dann sogar einen knappen Euro weniger als die Standard-Edition, zumindest bei Amazon. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Lords of the Fallen Sammler-Edition und die hat es dann wirklich nochmal im wahrsten Sinne des Wortes in sich. Denn hier bekommen wir natürlich auch wieder das Spiel Lords of the Fallen. Hinzu kommt, wie bei der Deluxe Edition, einmal die Startklasse der Dunkle Kreuzfahrer, also der Dark Crusader. Dann bekommen wir noch das Rüstungs- und Waffenset natürlich des Dunklen Kreuzfahrers, genauso wie in der Deluxe Edition. Hinzu kommt dann aber noch ein luxuriöses 50-seitiges Artbook, also nicht digital, sondern ein physisches Artbook bekommen wir dazu. Es gibt den Soundtrack, diesen allerdings nur digital, genauso wie in der Deluxe Edition. Wir bekommen noch ein doppelseitiges Poster. Es gibt 3 Kunstkarten. Ein Steelbook hat man auch noch dazu getan. Auch der 3D-Modellbetrachter ist natürlich mit an Bord. Das Highlight dieser Edition ist allerdings der 10 Zoll große dunkle Kreuzfahrer Dark Crusader als Figur zum Hinstellen. Zum Kreuzfahrer bekommt ihr noch eine Stimmungslicht-Figuren-Präsentationsbox, in die ihr eure Figur dann reinstellen könnt und schön ausleuchten könnt. Das Ganze hat dann aber auch einen schönen Preis. Das Ding kostet nämlich so roundabout 230 Euro.
ist bei Händlern wie Saturn auf jeden Fall noch erhältlich, also noch nicht komplett vergriffen, also kann man das Ding noch bekommen. Aber wie gesagt, man muss schon tief in den Geldbeutel greifen, denn über 200 Euro für so eine Collectors Edition finde ich schon ganz schön happig. Falls ihr an Lords of the Fallen interessiert seid, welches wird die Edition sein, bei der ihr zugreift? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen YouTube-Kanal, denn in Zukunft wird noch einiges zu Lords of the Fallen kommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.